Wie die Grundrente berechnet wird. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Heute nochmal zum Thema Grundrente und deren Berechnung. Wir hatten ja in verschiedenen Videos schon mal dargelegt, was es mit der Grundrente so auf sich hat, unter anderem auch mit dem Arbeitspapier des Bundesarbeitsministeriums aus dem Februar 2019, wo es eine generelle Grundrentenberechnung gab. Und dieses Arbeitspapier haben wir einfach mal aufgenommen und haben hier mal an zwei Beispielen dargestellt, was hier für eine Rentensituation entstehen würde, wenn die Grundrente so kommt, wie die SPD es ohne Bedürftigkeitsprüfung haben möchte. Variante 1, nennen wir sie Susi Fleißig, die hat 40 Jahre gearbeitet und hat pro Jahr im Schnitt 0,4 Entgeltpunkte erwirtschaftet. Das heißt, die würde bezogen auf 16 Entgeltpunkte, 40 Jahre mal 0,4 sind 16 Entgeltpunkte. Wenn sie zum 1.7. diesen Jahres in Rente geht, ohne Abschläge, 512,48 € brutto Monatsrente bekommen. Das ist der allgemeine Rentenwert, der zurzeit gültig ist. 32,03 € für einen Entgeltpunkt. Nehmen wir jetzt die Grundrente mit dazu oder das, was an Idee da ist, dann müssen wir bezogen auf 35 Jahre Grundrentenzeiten, das ist eingegrenzt nur auf die echten Grundrentenzeiten, Pflichtbeiträge durch Arbeit, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten und so weiter, würde unsere Susi fleißig für die 35 Jahre nochmal 14 Entgeltpunkte dazu bekommen, würde einen Aufschlag machen von 448,42 € im Monat. Dazu, sie bekäme dann eine Gesamtrente, also ihre Ursprungsrente plus der Aufschlag durch die Grundrente von 960,90 € brutto. Ganz anders sieht die Sache aus, wenn unsere Susi fleißig weiter auch 40 Jahre gearbeitet hat, aber sie bekommt nur 0,3 Entgeltpunkte im Schnitt für die 40 Jahre. Dann würde sie 12 Entgeltpunkte bekommen. Und dann hätte sie eine Monatsrente, also die 12 Entgeltpunkte werden dann vervielfältigt mit dem Rentenwert 32,03 pro Entgeltpunkt, würde sie eine Monatsrente bekommen von 384,36 € brutto. Mit dem Aufschlag zur Grundrente, genau nach demselben Prinzip auch berechnet, bekommt sie eine Verdopplung, aber nur bezogen auf die 35 Jahre. Nochmal 10,5 Entgeltpunkte dazu, also 35 mal 0,3 sind 10,5. Diese 10,5 Entgeltpunkte wieder multipliziert mit dem Rentenwert 32,03 ergibt 336,31 €. Ergibt eine Gesamtrente monatlich von 720,67 €. Das heißt also, wenn unsere Susi fleißig in einem Bereich von 0,2 oder 0,3 Entgeltpunkten tatsächlich durchschnittliche Entgeltpunkte verdient hat, bezogen auf 40 Jahre, dann wird sie selbst mit der Grundrente nicht höher kommen als diese 720 € und dann bleibt sie aus unserer Sicht weiterhin im Grundsicherungsniveau drinne hängen. Das heißt also, natürlich bringt ihr was die Grundrente, aber letzten Endes wird sich für Susi das Problem nicht lösen. Anders könnte es natürlich dann aussehen, wenn hier noch Freibeträge mit eingearbeitet werden, zum Beispiel in der Grundsicherung. Aber das weiß ich natürlich noch nicht, weil dort ist noch nichts bekannt. Geplant ist es. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Susi würde jetzt hier 150 oder 120 € nochmal Freibetrag bekommen, das wäre natürlich dann auch nicht schlecht. So, noch eins, was ganz klar sein muss, die Grundrente gibt es nur ab einer Mindestentgeltpunktezahl von 0,2 Entgeltpunkten pro Jahr. Und die Höchstgrenze sind 0,8. Alles, was dazwischen ist, ist grundrentenfähig. Alles, was unterhalb der 0,2 Entgeltpunkte sind oder über der 0,8 Entgeltpunktegrenze, ist nicht grundrentenfähig. Näheres zu diesem Thema und zur Berechnung der Grundrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.